Hallo Leute, hier ist wieder Tata und heute gibt es das nächste Video von mir. Gleich mal vorneweg möchte ich mich ein bisschen entschuldigen, dass es die Woche jetzt kein Zwischendurch gab. Ich hatte einfach wirklich viel zu tun und mit Arbeit und anderen Freizeitprojekten, dass ich einfach nicht dazu kam und man soll das ja, solange das nur Spaß und nicht meine Haupteinnahmequelle ist, jetzt nicht über irgendwelche anderen Dinge stellen. Deswegen mache ich das, wenn ich dazu Zeit habe. Und jetzt ist es Sonntagmorgen und ich habe dazu Zeit und ich nehme das auch jetzt gleich früh vor, damit ihr das am Sonntag noch seht. Und genau. Wir haben heute was Besonderes. Und zwar spielen wir auf einer besonderen Map mit einer besonderen KI. Und ich will euch einfach mal zeigen, was andere Leute mit Story Crusader machen. Erkennt ihr jetzt meinen Approach, den von der Frey, so da hübsche, gebalancierte Bogen zu bauen, die ein bisschen sich an der, zumindest grob an der Vanille-KI orientieren, die ähnliche Gebäude verwenden. Und es gibt auch Leute, die machen das anders. In dem Fall möchte ich euch heute die Map und die Wolfsburg von Rasko vorstellen. Rasko ist ein Pole, er hat mich auf Englisch angeschrieben, wollte, dass ich mir da mal was anschaue. Ich habe mir das angeschaut und es hat mich so fasziniert, dass ich mich entschlossen habe, darüber ein Video jetzt zu machen. Ich werde es auch unter KI-Kampf laufen lassen, weil das ja ein KI-Kampf ist. Und Rasko ist ein Stronghold 1-Spieler, hauptsächlich. Er kann auch ein bisschen Stronghold Crusader spielen, aber hauptsächlich Stronghold 1. Und der ist vor allem ein Multiplayer-Spieler. Er hat auch gesagt, er hatte ein bisschen Angst, dass ich gar nichts mit dem Burgen mache oder gar nicht mehr die anschaue, weil er der Meinung ist, dass es in Deutschland Vorurteile gegen Multiplayer-Spieler gibt. Wusste ich es auch nicht, aber scheinbar ist das die polnische Auffassung. Gut, wir gehen einfach mal rein und ich zeige euch in diesem ersten Spiel, das wird wahrscheinlich schnell vorbeigehen, zeige ich einfach mal, was euch erwartet. Wir gehen hier mal ran und gehen auf die Wolfsburg von Rasko. Ich platziere, glaube ich, eine 200er Geschwindigkeit. Gehen wir hier hin. Die Richardburg, die ich jetzt als Gegner habe, die kennt ihr, die muss ich euch nicht vorstellen. Und ihr kennt es wahrscheinlich jetzt schon, das ist keine normale Burg. Diese Wolfsburg ist genau für diese Karte ausgelegt und die verwendet Bautechniken, die man vor allem im Multiplayer auch verwenden würde. Und die legt absolut null Wert auf Ästhetik. Im Gegenteil, die legt quasi sogar zusätzlichen Wert auf Effektivität. Woran erkennt man das? Können wir schon mal mit den Dingen anfangen, die man sieht. Hier hat er die Obstgärten manuell platziert. Also die sind nicht irgendwie random von Wolf platziert, die sind manuell platziert. Ich glaube auch alle anderen Farmen. Und zwar sind die so platziert, dass immer... Mal kurz Pause. Ich habe gerade einen Angriff, den will ich euch nicht vorteilen. Aber ich will noch zu Ende reden. Die sind so platziert, dass immer ein paar Obstgärten in der Erntejahreszeit sind. Das heißt, alle... Wie viel sind das hier? Acht? Alle acht Obstgärten... Gärtner... gehen ja nicht bloß zu ihren Obstgarten, sondern gehen auch zu den Nachbarobstgarten, wenn da reife Früchte sind. Das heißt, alle acht Obstgärtner ernten dauerhaft, weil es immer einen Obstgarten gibt, der in der Erntephase ist. Mindestens ein. Und deswegen sind die Obstgärten mega effektiv. Hier ist ja direkt der Kornspeicher. Deswegen, nur durch die acht Obstgärten hat er schon eine richtig hohe Nahrungsproduktion. Hier gibt es genau eine Käsefarm, die soll nicht wirklich Käse produzieren, die ist nur für diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gerbereien zuständig. Das reicht auch gerade so. Sonst haben wir noch Hopfen und das Getreide baut der Wolf normalerweise nicht ab, aber er hat hier sogar Mühlen. Auch wenn er keine Bäcker hat, aber er hat hier immerhin Mühlen. Aber ich will euch den Angriff hier nicht vorenthalten. Wir haben hier unfassbare 2 Pikiniere, sind das hier 4, 6 Bogenschützen. Nochmal 3 Pikiniere. 2 Katapulte habe ich hier gesagt, hoffentlich. 3 Pikiniere und was haben wir noch? 1, 2, 3, 4. Sind dann 7 Pikiniere, 1 Schwertkämpfer, 6 Bogenschützen, 2 Katapulte. Unfassbar. Schauen wir uns das an. Ihr seht, die Türme sind ja nicht wirklich besetzt. Wir haben einen Armbrustschutz. Schon ein paar Belagerungsgeräte drauf. Gucken wir uns das hier noch schnell an. Pikiniere sind verwirrt. Gehen von dem Tor aus weg zum nächsten. Sind auch da wieder verwirrt. Und es wird wahrscheinlich hier genauso sein. Hier erwischen sie noch ein paar Holzfäller. Und ihr seht langsam, der Platz füllt sich. Ist noch nicht voll. Aber ihr seht, wo die Reise hingeht. Wir schauen mal in der Zeit zur Richardburg. Ihr seht, die ist komplett fertig. Der hat ja auch seinen Platz
genutzt. Aber ich sehe gerade, der hat exakt dieselben, er sagt schon. Exakt dieselben. Ich kann gerade nicht reden zum Sondermove, was zum Teufel. Exakt dieselben Außenproduktionen, Farmen und, Obstgärten, deswegen vermute ich mal, dass der Rasko das für jede KI auf der Map genauso platziert hat, damit das funktioniert. Dementsprechend müsste Richard hier auch eine mega gute Nahrungsproduktion haben. Und Käse und Hopfen, den er nicht braucht, aber das ist ja nicht verkehrt. Es kommt auch schon der zweite Angriff. Diesmal funktionieren sogar die Störkatapulte. Das hat das letzte Mal nicht so gut funktioniert. Und wir sehen den ersten Angriff des Wolfs. Dieses erste Spiel zeige ich euch übrigens bloß, um euch mal die Wolfsburg genauer zu zeigen. Wir machen ja gleich noch ein zweites Spiel. Der Wolf, wie ihr euch vorstellen könnt, ist nicht ganz schwach. Ich kann euch schon noch mal ein paar Daten dazu geben. Also der Wolf hat dauerhaft einen Steuersatz von minus 24. Also hat er einen hohen Steuersatz und dadurch minus 24 Beliebtheit. Das kriegt er aber ausgeglichen durch plus 8 Nahrung, plus 3 von der Religion. Das muss ich überlegen, plus 8 von den großen Rationen. Was war es denn jetzt noch? 8, 18, 16, 19, was war es denn noch? Irgendwas übersehe ich. Angstfaktor hat er nicht. Vielleicht switcht das bloß auch hin und her. Aber zumindest der Ersteller hat mir gesagt, das ist bei 24. Was? Ich sehe gerade irgendwas. Kann ich das mir angucken? Beliebtheit. Ja, Steuern, Überfüllung. Überstand Religion. Ist es nie Angstfaktor? Ist es nie? Nicht sicher. Egal. Der Clou ist, der hat ja auch sehr viele Wassertröge und Windmühlen, die man nicht braucht. Also, er hat hier zwar 3 Getreide, weil jede KI auf der Map scheinbar 3 Getreide hat, aber die Windmühlen braucht er nicht. Er hat auch keine einzige Bäckerei. Die ganzen Gebäude hier sind nur dazu da, damit er eine echt hohe Bevölkerung hat. Ich glaube 250 hat er erzählt. Können wir danach mal gucken. Und diese 250 zahlen halt die ganze Zeit Steuern, weswegen das extrem viel Geld bedeutet. Wir können ja mal kurz hier hingucken. Und ja, ich habe mit 40.000 gestartet, aber die Burg kostet glaube ich schon 20.000 zu bauen. Aber ist wieder bei 50.000 angekommen. Und der Löwenherz hat ja eine billigere Burg und ist schon deutlich drüber. Also deutlich drunter. Bei der Verteidigung seht ihr einen Burggraben, der hinter einer Doppelzinnmauer ist. Warum Doppelzinn? Weil man Doppelzinn nicht mit Meuchelmördern hochklettern kann. Hätte es in dem Fall. Sieht aus wie kleine Zinn, große Zinn. Es hätte auch doppelt große Zinn funktioniert, aber ich weiß nicht, ob er das noch aus ästhetischen Gründen oder wegen Schusswinkelgründen gemacht hat. Richard greift übrigens gerade wieder an. Der Wolf aber scheinbar auch. Deswegen das Tor einfach knallhart offen bleibt. Er hat mich vor allem gefragt, was man besser machen könnte an der Burg. Ging es um Baureihenfolge und überhaupt Platzierung. Und ich habe ihm gesagt, diese Tribocke werden niemals feuern. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum hier Mühlen vor den Feuerballisten sind. Dann werden die Feuerballisten auch nicht so richtig schießen. Auch halte ich das für bedenklich, hier Pechkessel-Dudes genau hier zu platzieren, weil die entweder niemals abkippen, weil man kann ja auf Forstlager nicht abkippen, oder eben einfach irgendwas anzünden können. Ich habe mit ihm drüber gesprochen, das ist auch eine ein bisschen ältere Version von ihm. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie es jetzt gerade der Stand ist. Wir gehen jetzt auch mal in die Geschwindigkeit. Vermutlich wird der Wolf nicht lange brauchen. Und der Richard wird bei der Verteidigung niemals, niemals, niemals durchkommen. Der Burggraben, vollbesetzte Türme, die zweifach, plus zwei davor, also vierfach mit Mauern umringt sind. Der Wolf hat genügend Steine, das alles instant wieder aufzubauen. Geldtechnisch kann man den Wolf nicht aushungern. Ich meine, er war gerade noch bei 50.000, jetzt ist er gleich bei 90.000. Und die Angriffe, ihr wisst ja, beim Wolf, die werden einfach irgendwann so mega krass. Die Armbrustschützen sind jetzt nochmal zusätzlich eklig für den Richard-Angriff, aber es waren echt viele Belagerungsgeräte, 6 Stück. Das muss man mal sagen, also das ist schon viel. Schade, dass die jetzt alle nicht fertig werden, weil die Armbrustschützen die Baumeister gekillt haben. Hier sind noch Mörderlöcher davor. Echt effektiv gegen Schwertkämpfe. So. Ich weiß nicht, ob die ganzen Flaggen hier dazu sind, dass man absichtlich nicht die Truppen oben drauf sehen kann. So wie ich das verstanden habe, ist das auf dieser Map für den Multiplayer gedacht. Im Sinne von, dass ihr mal probieren könnt, so eine Burg umzubringen.
Die ist nicht darauf ausgelegt, auf jeder Map zu funktionieren und die ist ganz sicher nicht auf Ästhetik oder irgendwas ausgelegt. Die ist einfach nur dazu da, möglichst groß zu sein. Ihr seht ihr, wie schnell die Richard-Angriffe kommen. Richard hat so viel Geld, dass er die Angriffe quasi sofort, wenn einer kaputt ist, wieder rausballern kann. Das Problem ist halt, dass gerade ein Wolf-Angriff gleichzeitig kommt. Jetzt zum Glück das Tor ist nochmal aufgebaut worden. Ist der Angriff jetzt hier abgewehrt? Nein, er kann also noch nicht neu rekrutieren. Schafft es aber noch abzuwehren. So. Ich will euch jetzt aber gar nicht mit diesem Szenario hier langweilen, denn ich mach mal die Geschwindigkeit runter. Denn es ist ja relativ klar, wer hier gewinnen wird. Nein, ich will euch was anderes zeigen. Ich habe das getestet. Packen wir noch Spieler dazu und wir packen die auch alle in ein Team. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was passieren kann. Die erste Möglichkeit ist, dass es die, wo das Spiel schnell vorbei ist, ganz am Anfang, bevor der Wolf fertig ist mit seinem Burggraben, was relativ schnell geht, obwohl das so ein großer Burggraben ist, aber das ist komplett nah beieinander platziert, es gibt keine Lücken, die Pikeniere ziehen einmal von hier nach hier durch und ist fertig. Sobald der Burggraben aber fertig ist, kann das nicht mehr auftreten, so schnell. Manchmal schleichen sich am Anfang vom Saladin Sklaven durch, dann brennt die ganze Butze und der Wolf hat so viel Geld und so viel Gebäude, dass die dann für, ich weiß nicht, 20, 30 Stronghold-Jahre brennt. Die hört eigentlich erst dann auf zu brennen, wenn der Pernerhof mal nicht brennt und die Löschtruppen hier hinten, das sind ja irgendwie 8 Wassertröge, wenn die mal nicht unbesetzt sind, dann löscht er das Feuer auch. Aber er baut, er kann vom Geld die Gebäude dauerhaft nachbauen, das heißt, es hört nie auf zu brennen. Zweite Möglichkeit ist, dass die drei, wenn er nicht abbrennt, sich einfach die Zähne ausbeißen. Er kommt irgendwann zu dem Punkt, an dem die Angriffe seltener werden, weil sie ja größer werden. Dann besetzt er komplett alles voll, es ist alles ausgebaut. Er hat hier oben unendlich viele Nahkämpfer, dann stirbt er einfach nicht mehr. Ab und zu kommt dann so ein Mega-Angriff und wenn so ein Mega-Angriff dann mal Glück hat, dann zerlegt er auch einen Friedrich oder einen Richard oder einen Saladin relativ schnell. Und Möglichkeit 3 ist, dass die drei dann irgendwann gewinnen, weil eine Feuerballiste hier mal anzündet oder weil sie es doch mal schaffen, mit ganz viel berittenen Bogenschützen hier oben alles leer zu schießen. Ich hatte alles drei schon und ich will einfach mal schauen, was hier passiert. Ich hoffe, es ist nicht einfach diese Sklave, der durchrennt und dann ist es vorbei. Das wäre ein bisschen öde. Haben wir den ersten Angriff. Haben wir schon die ersten Ritter, die können aber auch nicht wirklich was machen, weil außer ein paar Holzfällern nicht wirklich Außenproduktion ja, angreifbar ist, weil alles drin ist. So, hier haben wir Feuerballisten. Feuerballisten sind an sich gefährlich. Aber die sind natürlich die Türme davor, ist noch irgendwie Windmühlen davor, die auch noch ganz gut gegen Feuerballisten abschützen. Schön, weil die Windmühlen irgendwie sehr selten zuerst angegriffen werden. So, es ist hier offen. Und jetzt ist der, wenn hier Feuerwerfer oder eben Sklaven reinlaufen, das ist der das Gefährlichste für den Wolf. Die paar Ritter und Nahkämpfer, die stören ihn in der Regel nicht. Was natürlich auch nervig ist, dass hier sehr viele Produktionsgebäude entbevölkert werden. Entvölkert wollte ich natürlich sagen. Ihr seht jetzt, hier ist relativ viel unbesetzt. Und es dauert natürlich 250er Wirtschaft wieder zu besetzen. Wir müssen mal schauen, der Wolf. In dem Beispiel, guck mal, wie schnell das ist. Dadurch, dass hier, wie viele es auch sind. Was sind das denn? Kann man das zählen? 4, 8, mindestens 8, wenn nicht sogar 9 Pikiniere, die relativ schnell durchlegen. Durchziehen und loslegen, wollte ich natürlich sagen. Solange ihr auch die Türme ja nicht besetzt kriegt, ist es auch relativ schwer, das hier abzuwehren. Jetzt hat er ja ein paar Pikiniere, die den Job erledigen wahrscheinlich. Und ihr seht, es dauert auch echt ewig, bis das hier wieder voll besetzt ist. Einfach war ja auch nebenbei rekrutiert. Und dass er vielleicht, ja, rekrutiert hier nebenbei. Alles Mögliche. Es kommt doch hier schon der erste Angriff. Das macht er einfach nebenbei. Aber er rennt damit in den ersten Friedrich-Angriff. Und der Richard-Angriff kommt auch gleichzeitig. Und der Saladin. Also alles noch gleichzeitig. Hier sind wieder theoretisch sehr gefährliche Sklaven. Und ich hatte das bei mir auch in den Spielen, wo der Wolf länger überlebt hat, ist es so, dass er am Anfang ganz schön Probleme hat. Und die Angriffe noch sehr schnell kommen und alle gleichzeitig der kriegt die Türme halt nicht besetzt. Also der Turm ist ja so halb besetzt. Die Türme hier oben halt
haben wir jetzt auch gerade ein bisschen besetzt. Aber eigentlich sind die gleich wieder weg, weil oben immer Feuerballisten platziert werden. Hier sind berittene Bogenschützen vom Saladin. Aber jetzt hier immerhin hat er mal ein paar Armbrustschützen, auch wenn sie alle fast tot sind. Was man verbessern könnte, wäre auf jeden Fall eine Apotheken zu bauen. Also man könnte die zumindest ein paar Windmühlen abreißen und hier pro Seite nochmal drei Apotheken oder so bauen. Das würde, denke ich, schon eine ganze Ecke helfen. So, wir haben hier wieder offen. Wolf hat gar nicht so mega viele Nahkämpfer, wenn man mal ehrlich ist. Aber seine Wirtschaft ist wieder größtenteils besetzt. Hurra! Ach, guck, wie viele Leute immer zu diesem Vorratslager, oder was das für ein Gewusel ist. Auch wenn da immer ein Getreide ankommt, wie er sofort irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Windmühlen sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Windmühlen mal 3. 94 Bevölkerung nur in Windmühlen. Und die laufen dann alle los, sobald hier einmal ein Getreide, hier ist ein Getreide, schaut es euch an, und dann, zack, rennen sie hier alle los. Wobei irgendwie auch nicht alle. Warum rennen hier nicht alle gleichzeitig los? Jetzt rennen wieder ein paar. Ich weiß auch nicht, warum hier immer manchmal nur einer läuft, manchmal dann alle. Keine Ahnung. So, Saladin greift wieder an, die Türme sind mittlerweile sogar schon ein bisschen besetzt, auch hier unten. Okay, das ging ja schneller als gedacht. Der Burggraben ist zumindest an der gefährlichen Seite noch nicht fertig. Aber mit, was haben wir gesagt, 8 Pikinieren geht es relativ zügig. Und die Türme sterben eben auch sehr selten, weil eben 4 Mauern davor sind und die, wenn nicht gerade Truppen davor stehen, eigentlich sofort wieder aufgebaut werden. Jetzt könnte mal ein Turm kaputt gehen, ja, ist er auch. Zack, ist die Mauer wieder da, zack, ist der Turm wieder. Ja, die Mange muss halt neu besetzt werden, aber, ja, und der Burggraben ist halt auch gleich fertig. Hier hinten wird er halt nie ganz fertig, wahrscheinlich, aber das ist dann halt so. Und sobald hier der Burggraben fertig ist, dann können ja die arabischen Schwertkämpfer ja machen, was sie wollen. Passiert halt nicht viel. Wolf auch immer mit so mega vielen Trupps an, wo auch immer das gerade, also wegen Feuerwerfer. Mega vielen Trupps an arabischen Bogenschützen, die einfach nochmal zusätzlich Schützenhilfe geben. Hier muss man aufpassen. Oh ja, jetzt haben wir es mal. Der unendliche Brand. Ich glaube, das liegt an dem Pech und an den Windmühlen hier. Ich würde vermuten, dass es durch Feuerwerfer ausgelöst wird. Ihr könnt ja das Video nochmal zurückmachen und es genau euch angucken. Ja, ich glaube nicht, dass die das Feuer schnell unter Kontrolle kriegen. Da muss ja schon ein Dreiviertel der Gebäude kaputt gehen. Schauen wir uns mal an, wie viel Gold der Wolf zu sehen. Jetzt hat man 26.000 Gold. Also hat es noch nicht die Megabank. Aber wenn es hier 4 besetzt sind und die Hälfte schon weg, dann kann er das ab und zu löschen. Also er löscht das auch ab und zu. Das dauert manchmal ewig. Manchmal müssen ja auch nochmal ganz viele Produktionen hier kaputt gehen. Was bedeutet das für die Verteidigung? Hier unten ist gut besetzt. Hier unten wird, glaube ich, nichts passieren. Hier oben ist das ausbaufähig. Um nicht zu sagen, ist nichts besetzt. Ich glaube übrigens, dass es daran liegt, dass hier oben die 3 Mang und hier unten die 3 Ballisten sind. Wenn man hier oben auch eine Balliste hätte, wäre das vielleicht ein bisschen einfacher. Das habe ich auch schon geschrieben. Das könnte man noch verbessern. Und ich hoffe, es kommen jetzt keine Kommentare wie, ja, diese Burg, die ist hässlich, warum zeigst du die? Das hat ja gar nichts mit Stronghold zu tun. Es ist eben ein anderer Ansatz. Die Burg ist nur für Multiplayer gedacht, um schwer für Spieler zu sein. Oder vielleicht auch schwer für andere KIs, aber auf jeden Fall ist die nicht dazu gedacht, irgendwie ästhetisch ansprechend zu sein. Er baut halt hier die ganze Zeit wieder alles auf. Es würde wahrscheinlich gleich wieder brennen. Es muss halt echt viel kaputt gehen und die Dinger müssen besetzt sein, damit das Feuer unter Kontrolle gebracht wird. Das dauert manchmal 20 Stronger Jahre. Ich habe jetzt hier nicht drauf geachtet. Ihr könnt ja mal in die Video zurückgehen und schauen, wann das Feuer angefangen hat. Haben wir hier ein paar Feuerlöcher haben wir. Wenn die jetzt anfangen würden, die nächsten Gebäude zu dem Pennhof zu löschen, dass die nicht mehr aufgehalten werden beim Löschen. So, aber die Gegner warten nicht.
Oh, die sind sogar alle... Alle zwei Türme sind kaputt gegangen, von denen die besetzt waren durch die... vier Tribockel. Ich meine, das hilft ihm gerade nicht, weil durch so Schwertkämpfer kommen ja nicht drüber, aber... noch drei Armbrustschützen. Das ist so ungefähr seine ganze Turmverteidigung im Moment. Er hat hier noch ein bisschen was. Und so langsam ist das Feuer im löschbaren Rahmen, glaube ich. Hat er denn noch Geld? Oh Gott, er ist komplett leer jetzt schon. Bin ich immer gespannt, ob der nochmal wiederkommt. Also in meinen Testspielen hat er so ein Feuer überlebt. Ja, das Feuer ist aus. Aber hat echt viel verloren. Also wenn man das an Gebäuden und an Truppen sieht und dazu an Bevölkerung, die hops gegangen ist. Hauptproblem wird wahrscheinlich Holz sein. Wobei er hat echt viel Nahrung, damit kann man was machen. Stein ist kaputt, Eisen ist größtenteils kaputt. Gucken, ob er da nochmal wiederkommt. Ich meine, er baut sich langsam wieder auf, aber es könnte mittlerweile auch zu spät sein. Es wäre wahrscheinlich ein paar Pikeniere auch zuschütten können. Es ist wieder Feuerballisten hier, das hilft natürlich ein bisschen. Ja, die eine Feuerballiste hier, die ist wahrscheinlich jetzt sehr nützlich. Ja, die hat nochmal echt geholfen. So, er hat wieder eine Waffenkammer. Er hat auch eine Unterkunft. Er legt auch langsam mit seiner Bierproduktion los. Aber ich glaube, er baut in der Baureihenfolge erst seine gesamte Bierproduktion, bevor er die Waffenproduktion wieder anfängt. Ich meine, er kauft ja immer ein Waffen. Ich bin mal gespannt, ob er da nochmal rauskommt. Weil wenn es hier offen irgendwo ist. Ja, die Sklaven hier werden es jetzt offen machen. Brennt sogar mal kurz, aber diese 8 Tröge sollten das eigentlich doch löschen können. Aber ich denke, das schafft jetzt einfach von der puren Anzahl Truppen nicht. Das ist schade, ich wollte euch eigentlich mal zeigen, dass das hier länger dauert. Ne, jetzt wird er kaputt gehen. Eine Nachricht vom Wolf. So. Wir gehen aber mal nicht sofort ins nächste Spiel, sondern schauen uns erstmal die Statistik an. Er hatte hier 235, das ist das, was mich interessiert hat. Er hat natürlich am meisten getötet, aber auch am meisten verloren. Er hat nicht am meisten Gold gemacht, das liegt aber daran, dass er gebrannt hat, denke ich. Nicht am meisten Nahrung gemacht, das liegt daran, dass er kein Brot macht. Stein, Holz ist wahrscheinlich auch relativ egal. Er hat am meisten... Eisen, okay. Keiner hat Pech, hat mit ja, Abstand der meisten Waffen, Abstand der meisten Bevölkerung, hat keinen Angstfaktor. Saladins Feuer hat irgendwie 307 Gebäude abgefackelt. Balanced und so. Ja, Richard hat nichts verloren, er war halt weit weg. Was haben wir noch? Er hat nicht am meisten Truppen erstellt. Wie kann er da am meisten verloren haben? Er hat 712 Truppen verloren. Ne, erstellt und 713 Truppen verloren. Okay. Okay. Wir machen einfach mal ein Rematch und schauen, ob das nochmal so passiert. Wenn es jetzt nochmal passiert, dann ist es halt so, aber ich wollte euch mal zeigen, dass es auch manchmal, wenn er die Phase überwindet, in der er schnell angegriffen wird, dann alles voll besetzt ist und die Angriffe nicht mehr gleichzeitig kommen, dann hat der Wolf sogar ganz gute Chancen, das zu gewinnen gegen drei echt starke KIs. Also Friedrich und Saladin und Richard sind halt eigentlich schon recht starke KIs. Vor allem zusammen. Es sind ja nur ein paar Kleinigkeiten, wenn man jetzt hier auch noch Ballisten hätte. Oder wenn man jetzt den Patch benutzt und die einfach überall Ballisten draufstellt, wäre das schon gut. Wenn man ja noch Apotheken hinmacht, dass die Turmbesatzung nicht mehr stirbt, nicht mehr so schnell, wäre das gut. Wenn man die Feuerballisten kann man ja auch mehr als drei machen, wenn man den Patch benutzt. Da könnte man die ganze vordere Reihe mit Feuerballisten, das heißt, wenn jemals die Mauer weg ist und hier versucht wird zuzubuddeln und stehen da nochmal 10 Feuerballisten, könnte man auch hier hinten noch machen. Also man könnte so viel mehr machen. Ich würde auch komplett weggehen von den Windmühlen. Ich würde sagen, statt Windmühlen, oh, es brennt ja schon wieder. Mensch, das geht ja schnell. Ich könnte auch sagen, statt Windmühlen nimmt man nur Wassertröge.
Die kosten ähnlich viel, also 20 Holz und 100 Gold ist ähnlich, aber die sind auch nützlich, wenn es mal brennt, so wie hier. Schau mal vor, man hätte jetzt hier nochmal, was haben wir gesagt, 28 Wassertröge mehr, dann könnte man das vielleicht sogar wirklich löschen. Ich habe ja auch gesagt, es wäre sinnvoll, ein paar Wassertröge hier zu platzieren. Denn dann würde der Pernerhof nicht mehr abbrennen. Wo ist das Feuer schon unter Kontrolle? Ja. Ja, hier brennt es noch. Ja, aber schaut mal, wie schnell es diesmal gelöscht war. Es hat nicht lange gedauert. Aber ich denke mal, wenn der Wolf so früh angezündet wird, dann kommt er da nicht mehr wieder. Schade, ich wollte es euch eigentlich mal zeigen. Hat nochmal zugebaut gekriegt, okay. Ich lasse sie auch jetzt extra auf einer hohen Geschwindigkeit durchlaufen. Ich denke mal, die Burg habt ihr ja jetzt gesehen. Hier offen. Eine Nachricht vom Wolf. Ist noch relativ viel an Truppen drin. Es hat aber alles abgerissen. Baut es sofort wieder auf. Du machst das schon, Wolfi. Er brennt ein bisschen, aber ich würde sagen, eigentlich müssen die das unter Kontrolle kriegen. Ja, 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 das funktioniert. Das Katapult hat es verstanden, wie es funktioniert. Du kannst nicht verfehlen, wenn du einen Meter davor stehst. Könnt ihr euch einfach mal anders zeigen. Könnt ihr jetzt zum Beispiel ihr statt dem Saladin, um dieses Feuer mal komplett auszuschließen. Manchmal brennt das ja gar nicht. Das ist noch eine starke KI. Könnt ihr auch eine Doppelung nehmen. Nehmt einfach mal einen zweiten Richard. Haben wir ihn hier? Ich vermute, das ist nicht verkehrt. Guter Plan. Könnt auch das hier mal tauschen, damit der in Richard angreift und nicht den Friedrich. So, da haben wir zwei Könige und einen Kaiser gegen den Tryhard Imberwolf von Rasko. Nur nochmal zur Erwähnung, ich habe weder die Map noch die KI erstellt. Die ist von Rasko. Ich übernehme da keinen Credit und keine Kritik für. Ich stelle euch das einfach nur vor. Weil es mich eben faszinierte, dass jemand sich hinstellt und so eine Map macht mit einer perfekt produzierten, produzierenden Apfelproduktion und eben diesen typischen Multiplayer Doppelzinn und Wall dahinter und dahinter dann eingezinnte Türme mit Feuerballisten dahinter und einfach nur Gebäude, um die Bevölkerung künstlich zu erhöhen, damit man noch mehr Steuern kriegt. Es ist irgendwie faszinierend, dass das jemand gemacht hat und das funktioniert ja auch. Also der Wolf ist auf jeden Fall nicht wach. So gar nicht. Man kann hier bestimmt noch was verbessern. Man könnte auch die Hundekäfige hier wegnehmen und der Feuerballist. Also wenn man den Patch reinmacht, kann man ja, ich glaube, bis zu 10. Dann könnte man hier vorne hier drei und hinten nochmal zwei Feuerballisten hinstellen. Hier könnte man auch Apotheken hinstellen. Die Tribocke könnten weg. Hier vorne müssten noch Ballisten drauf. Man könnte auch wahrscheinlich noch mehr große Türme. Hier könnte auch noch einer dazwischen. Wirklich hier finde vier Ballisten oder fünf Ballisten, der auch noch einer dazwischen ist. Pro Seite ist, kommt da auch kein Belagerungsgerät mehr groß hin. Das ist ja quasi noch der nette Wolf. Aber gut. Diesmal sollte er nicht abbrennen. Richard Friedrich, so. Die haben ja alle Spaß. Das ist cool, machen die auch alle diese perfekte, ja, die haben auch alle diese perfekte Nahrungsproduktion hier. Also, bevor irgendjemand fragt oder in die Kommentare schreibt, und wenn jemand in die Kommentare schreibt, dann könnt ihr alle anderen ihn auf diese Stelle im Video verweisen. Der Wolf ist absichtlich nicht schwarz, weil der schwarze Wolf auf der Map tot ist. Im Sinne von, da ist kein Lord da, die KI backt rum. Habe ich probiert, auch mit anderen Positionen und so. Geht leider nicht, der schwarze Wolf funktioniert hier nicht. Ich glaube, allgemein keine schwarze KI, es liegt nicht nur am Wolf. Das hat er wohl beim Bauen irgendwann überbaut. Das bedeutet einfach, ich kann hier keine schwarze KI nehmen. Deswegen ist der Wolf halt eben gelb. Ist halt so. Kann ich nichts für. Muss man halt schauen.
Richter bekommt den Angriff des Wolfs gegen den roten Richard RR. So, sind die Türme also mittlerweile mal... so gefühlt merkt man das, ob ein Saladin dabei ist oder nicht. Der Saladin schießt die Türme eher leer, hat halt Feuerballisten. Ja, er ist nicht so gut im Burggräben ausgraben, aber hat halt Feuerballisten, Slaven, Feuerwerfer, berittene Bogenschützen. Das sind halt alles Truppen, die extrem helfen. So, Burggraben fast fertig, hinten noch nicht, aber hinten ist meistens nicht das Problem. So, sind wir auf 1000? Ja. So, wir schauen einfach mal, was passiert im Schnelldurchlauf. Haben wir Angriff nach Angriff. Jetzt kommt hier noch Friedrich. Der orangene Richard ist gerade fertig. Der rote Richard greift gerade an. Der Wolf hier mit ganz vielen berittenen Bogenschützen, die irgendwie total ziellos einzeln vorrennen. Oder war das jetzt eine Stör? Keine Ahnung, was das war. Es waren echt viele für den Wolf. Keine Ahnung. Durch die Platzierung hier, Baumeistergilde ist hier, kommen auch keine Störkatapulte mehr. Das geht, glaube ich, noch am Anfang, wenn der Burggraben und die ganzen Windmühlen noch nicht fertig sind. So, und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von solchen Burgen generell haltet. Ich meine, es ist nicht im Vergleich zu normalen KI-Kampfburgen. Klar, dass die Burg 1-1 wahrscheinlich jede KI-Kampfburg besiegen wird. Ne, das meine ich gar nicht im Vergleich. Ich meine einfach nur, findet ihr sowas interessant, wenn mal jemand sich hinsetzt und so eine Triad-Burg auch mal baut? Oder sagt ihr, das ist nur Triad, das ist überhaupt nichts für mich? Hat der Rasko vielleicht recht, dass die deutsche Community gar nicht so Multiplayer-Triad gut findet? Oder sagt ihr, hey, das stimmt gar nicht, es gibt auch in Deutschland Leute, die das mögen, ich bin einer von denen und ich mache das gerne. Das würde mich mal interessieren. Ich habe es jetzt ein bisschen spät im Video gefragt, aber vielleicht gibt es auch ein, zwei Leute, die sich das bis dahin angucken. Also der Wolf kriegt hier mit seinen Armbrustschützen sogar, wenn die jetzt hier nicht durch Nahkämpfe angegriffen worden wären, die ganze Burg gereinigt. Seht ihr, hier ist leer, es müsste erstmal wieder besetzt werden. Aber noch hat der Richard mehr Nahkämpfe. So, hier letztes Stück Burggraben. Hier vorne wurde wahrscheinlich mal zugebuddelt, deswegen sind die hier wieder da. So, jetzt ist aber komplett wieder fertig. Alles ist besetzt, nichts brennt. Der Friedrich-Angriff steckt hier noch ein bisschen fest. Wie sieht es denn geldtechnisch aus? Ja. Ich meine, diese Nahrung ist natürlich krass hier. Das hilft allen KIs. Den Richard nicht so ganz. Ich glaube, dem orangen Richard hilft es nicht so ganz, weil er sein Eisen hier zu gebaut hat. Und auch einen Stein. Das ist natürlich für die Wirtschaft blöd, deswegen muss er das kaufen. Die Richard-Burg hat alles komplett, deswegen hat sie ein bisschen mehr Geld. Weil hier eine Hütte kaputt gegangen ist. Und der Wolf, der wurde, glaube ich, darauf ausgelegt, deswegen ist ja alles perfekt platziert. Wir haben uns mal die Waffenkammer an. Ist eigentlich immer alles vorhanden? Aber nee, Schwerrüstung nicht immer. Aber hat der meisten Druck, er hat mit Abstand am meisten Geld. Das kommt mal der Angriff. Baumeister wahrscheinlich. Ja, werden die wegballistet. Schade. Es sind auch mittlerweile recht viele berittene Bogenschützen, die tun bloß nicht so sinnvolle Dinge, wenn sie in Pikniere und Schwertkämpfer reinrennen. Da hinten ärgern sie ein paar Bogenschützen auf den Türmen. Ich glaube, Richard hat auch keine Apotheke, um die zu heilen. So, es greift der Richard an. Diesmal werden die Armbrustschützen nicht von irgendwelchen Nahkämpfern abgefangen, aber die sind schon dezimiert durch die Balliste am Anfang. Seht hier, die näheren Gebäude haben sofort keine Bogenschützen mehr drauf. Balliste lebt halt noch, aber die geht vielleicht noch kaputt. Ist noch zwei Armbrustschützen.
Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Das ist sogar der Angriff zurück von Richard. Ja, die Balliste ist noch kaputt gegangen, kurz bevor der Armbrustschütz auch gestorben ist. So, es ist die Burg an mehreren Stellen offen. Hat natürlich ein sehr glückliches Feuer gelegt, der Richard. Aber ich weiß nicht, es sind nicht so viele Schwertkämpfer, da reicht das schon. Ja. Zack. Von Richard Löwenherz. So, in der Zwischenzeit ist hier Friedrich am Angreifen. Allerdings wahrscheinlich massive Probleme mit dem Burggraben. Eine Nachricht vom Wolf. Der Meister hat den Wunsch, die Herrschaft über eure Länder zu übernehmen. Ich vermute, dass das Beste gegen den Wolf wäre, wenn hier links und rechts ein Saladin ist und hier unten ein Richard, der das dann beim Aufgraben hilft. Theoretisch wäre wahrscheinlich auch Sheriffs ganz gut. Das Problem ist, die bauen eben nach hinten ihre Wirtschaft, ihren Sack, und das würde halt die unglaublich effektive Produktion hier zerstören. Ich vermute Doppel Saladin und Richard funktionieren gut. Man müsste auch mal gucken, ob irgendwie so dreimal Schlange oder so funktioniert, vom Geld her. Die Schlangen was machen können, bevor ja alles besetzt ist. Ich meine, die haben auch Sklaven, können alles anzünden. So, kommt auch gleich der nächste Wolfangriff. Aber jetzt ist sie auch zugegangen. Also manchmal ist das Tor dann doch nicht offen. Ich bin ein bisschen verwirrt, wie der die Regel ist. Es geht sich hier zum nächsten. Also irgendwie, und die gehen wieder zurück und jetzt stehen sie hier oben und was zum Teufel. So, kommen die jetzt mit oder backen die jetzt alle rum, weil hier die noch stehen? Nee. Gut. So, diesmal machen die Armbrustschützen nicht so viel. Es ist auch, wenn man vorne angreift, ein doppelter Wall jetzt da. Aber es sind noch relativ viele Nahkämpfer. Ich vermute, das Torhaus hier wird relativ zügig kaputt gehen. Die Frage ist, wo er offen ist. Diesmal hat der Richard aber auch relativ viele Nahkämpfer. Noch hat er nicht gerade erst angegriffen. Achso, die gehen ja bloß zur Störung hin. Ja, wo man sagen muss, die Pechkessel diesmal sind wirklich effektiv. Es ist hinten offen, aber ich glaube nicht, dass das so wird. Der Wolf hat seine Truppen nicht zusammen und die sind ganz schön beschädigt und Richard hat einfach echt viele Nahkämpfer. Und er hat die ganzen wichtigen Gebäude nicht kaputt gemacht. Hier oben ein paar Hopfenfarmen, klar. Aber die ganzen wichtigen Gebäude sind nicht kaputt gegangen. Unfassbar effektive Nahrungsbrüche. Guckt euch das an. So, Wolf. Wie sieht's mit Truppen aus? Du hast nicht am meisten. Ah, du hast 200.000 Gold. Ja, logisch. Ist ja normal. Stell euch mal den ab vor, wenn die Wirtschaft hier funktioniert und nicht zugebaut wird. Das müsste auch ganz schön viel Geld scheffeln. Dreifach Mann hier, ey. Oh. Friedrich versucht es mal wieder mit 6 Tribocken. Aber irgendwie macht er trotz 6 Tribocke nicht viel. Er hat keinen einzigen Turm irgendwie, auch nur. Und der ist fast kaputt, aber halt nur fast. Der orangene Richard kommt wieder gleichzeitig. Ich weiß nicht, wie es beim Wolf hier aussieht. Er hat auf jeden Fall schon wieder am meisten Truppen. Ja, die KIs kriegt auf jeden Fall sehr effektiv die äußere Mauer hier kaputt. Ich meine, guckt euch das an, wie viele Mörderlöcher sind. Zack. Bestangelegtesten, was? 5 Holz oder so. 10 Holz für einen Schwertkämpfer lohnt sich eigentlich immer. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Da ist ein Pikinier auf einem Stück Land. Entfernt sich hier. Das ist immer geil. Oh, jetzt ist sogar mal offen. Wir haben es hingekriegt. So, gucken. Zündet der Wolf sich selber an? Weil wenn es jetzt brennen würde, dann läge es an ihm. Das ist auch ein ganz schöner Knubbel, wenn man immer ehrlich ist. Es kommt hier der Gegenknubbel. Knubbel gegen Knubbel. Aber der Wolf hat das einfach weggeknubbelt. Jetzt muss er seinen Burggraben wieder fertig machen. Ich glaube, all seine Burggraben-Pikiniere sind tot. Ne, es sind schon wieder neue da. Sehr gut. Okay, truppentechnisch
ist der Wolf immer noch vorne. Guck mal, sind die jetzt alle angeschlagen? Ja, nicht so wirklich. Ah, halt nur. Ist ja ein Knubbel, da wird da eigentlich nicht alles angeschlagen. Da stirbt in der Regel der Vorderste und dann der Nächste. Das heißt, es ist maximal einer angeschlagen. Der eine Typ, der lucky war und die gegnerischen Knubbel getötet hat, bevor er selber gestorben ist. Nein, zum Knubbelkämpfen würde ich auf jeden Fall nicht vorne stehen wollen. So, hier die anderen machen einen entspannten, schicken ein paar Störkatapulte hier. Ich wollte sagen, hier ist ruhig, aber... Naja, hier ist ruhig. Also die Richardburg besser zu verteidigen, weil hier kein Dorf ist, was man einfach kaputt machen kann und noch ein kompletter zweiter Ring an drei Seiten davor ist. Aber es sieht so aus, als würde hier der nächste Angriff vom Wolf kommen. Die eine Balliste schießt... Ich weiß gar nicht, was sie erschießt. Der Armbrustschützen oder Baumeister. Baumeister wäre natürlich blöd. Schauen, ob diesmal ein paar Belagerungsgeräte fertig werden. Wir haben eine Feuerballiste. Wir haben ein Katapult. Und zwei Truppe, alles fertig geworden. Nicht schlecht. Wenn so ein Turm hier mal kaputt geht, wonach es eigentlich aussieht. Hat überhaupt geschossen. Ein Tribok schießt auf den Turm. Und eine Feuerballiste schießt vor allem da hoch. Und die Balliste schießt aus irgendeinem Grund nicht auf die Feuerballiste. Mal gucken, ich meine, diese Pestkühe schaden den Wolf ja mehr als dem Richard im Moment. Das Feuer wurde souverän ausgelöst. Der erste Turm ist weg. Es geht ganz schön viel hier an die Seiten. Nochmal Feuer ausgelöst. Das ist wieder sehr effektives Feuer. Es trifft hier fast alles. Ein paar berittene Bogenschützen vom Wolf zusätzlich. So, hier werden jetzt auch mal extrem wertvolle Farmen kaputt gemacht, nämlich die, die wunderbar laufen. Jetzt ist offen, aber ich glaube, es ist wieder dasselbe. Die Wolfstruppen sind zu verteilt und Richard hat halt eine volle Angriffsarmee. Das schafft Wolf wieder nicht. Ich meine, wirtschaftlich hat er dem schon geschadet, weil die perfekt laufende Apfelgärten eben jetzt nicht mehr da sind, nicht mehr alle. Gibt es vielleicht wirklich mal eine Zeit, wo alle rumsitzen. Friedrich versucht es in der Zwischenzeit. Das Video wird ganz schön lang, aber ich will irgendwie keine zwei Teile draus machen. Habt euch das verdient, dadurch, dass in der Woche jetzt kein Video von mir kam, dass mal ein längeres von mir kommt. Ich werde den Channel, ich glaube den YouTube-Channel von Rasko verlinken. Er hat mir da einen Link gegeben, ich werde das in die Kommentare schreiben. Also wenn euch das interessiert, was Rasko sonst noch so macht und ihr des Englischen oder vielleicht sogar des Polnischen mächtig seid, dann könnt ihr das natürlich gerne auf seinem Kanal nachschauen. So, der Richard hat gar kein Geld mehr, krass. Also der ist komplett durch. Ich frage mich, warum er nicht Holz hat, um das hier oben wieder aufzubauen. Hat er scheinbar nicht mehr Steine, mehr irgendwas aufzubauen. Das liegt, wann liegt das? Hat Stein? Warum funktioniert der Steinbruch nicht? Was? Das hält mir jetzt gerade so auf. Hä? Die Vorratslage sind auf jeden Fall erreichbar, aber das Problem ist ja der Stein. Oder fehlt dir ein Dude? Irgendwann funktioniert ein Steinbruch. Der Dude fehlt, oder? Warum ist der Steinbruch nicht besetzt? Hier sind doch genügend Leute. What? Was denn da los? Schiebung. Eindeutig Schiebung. Das ist ja vor allem blöd, weil wir sind zwei Leute drin und dann 1, 2, 3, 4 Ochsenjoche. Also 6 Leute, die nichts machen, obwohl sie Gebäude besetzt haben. Das ist ja mal echt doof. Ja, bleib hier stehen. Ist okay. Dass sie wieder alle an den Mörderlöchern gleich drauf gehen, ey. Weil der läuft, glaube ich, noch ein Feld weiter weg. Aber hier, der hier
die innen laufen. Weil die Pikiniere ganz gut sind, die halten davon ein paar ab. Aber Schwertkämpfer sterben halt nach dem zweiten. So, Wolf will angreifen. Findet er einen... Nein. Wenn er rennt mit den Baumeistern. Und mit den Armbrüchen. Jetzt ist das zu und es ist wieder offen und jetzt teilen sich alle und... Ach, Leute, Leute, Leute. Kommt ja auch noch mittendrin der Friedrich-Angriff. Natürlich, die ganzen Bogenschützen und Armbrustschützen nervt. Aber solange hier der Burggraben nicht offen ist, können ja tausende Schwertkämpfer stehen. Das interessiert gar nicht. Jetzt überlebt er das vielleicht doch noch, der Richard, den nächsten Angriff. Hat es auch komplett wieder aufgebaut gekriegt. Kurz nicht hingeguckt, da sah gerade ganz schön am Arsch aus. Da hatte nichts. Nicht mal jetzt einen funktionierenden Steinbruch oder eine funktionierende Eisenmine. So, aber solltest du jetzt langsam mal loslaufen, sonst wird das ja nichts, Wolf. Mal wieder der schlechtmöglichste Angriffszeitpunkt, komplett ohne Belagerungsgerät, weil alles weggeschossen wurde oder im Nahkampf kaputt gegangen ist. Dazu noch, alles abgerissen hier. Dazu noch der Angriff von Friedrich. Nee, das wird wieder nichts. Aber jetzt ist der Steinbruch kaputt gegangen. Das heißt, hilft das dem Richard der mal. Ist wieder offen und es wird wieder nichts. Oder? Nee. Nee, nee, nee. Er kommt weiter als sonst, aber... Nee. Aber es sind noch mehr total wichtige Obstgärten kaputt gegangen. Weil ich überlege gerade, die kann er doch wieder aufbauen. Ich bin auch blöd. Wenn die in der Baureihenfolge der Burg drin sind, kann er die ja wieder aufbauen. Ja, ich bin doof. Ist gar nicht so schlimm, wenn er Holz hat. Hier steht sogar noch ein Baum. Hier steht hier noch ein Baum und es ist kein Holzfäller da. Bäume sind immer in diesen Ecken hier gewesen. Hier sind keine mehr, hier sind keine mehr. Aber hier ist noch einer. Das kann natürlich auch sein, dass das ein Grafikbug ist, weil der vermehrt sich ja scheinbar auch nicht. So, gucken wir mal dem Richard beim Wiederaufbauen zu. Ich weiß, es gibt ja ganz viele Leute, die immer den Underdog toll finden. Der Steinbruch ist jetzt mal besetzt. Uhu. Sofort noch ein paar Ochsenjoche dran gepackt. 6 Ochsenjoche für einen Steinbruch. Aber immerhin einen funktionierenden Steinbruch. Ja, nach und nach wird er wieder zugebaut. Ich frage mich, woher so richtig das Geld nimmt. Kauft auf jeden Fall Holz. Ich meine, er kriegt auch ein paar Steine. Er hat zum Beispiel kein Eisen, er hat nur mäßig Nahrung. Macht das über Steuern? Macht das über die Steuern, die er durch Religion vielleicht kriegt? Ich weiß nicht. Er hat hinten relativ viele Bogenschützen. Wie geht's, Wolfi? Ja, Wolfi hat gleich die 400.000 geknackt. Sitzt auf 600 Truppen. Man möchte ja meinen, das reicht dieses Mal, aber wenn der Friedrich wieder dazwischen funkt, vielleicht wieder nicht. Wolfi kommt mit einem Angriff. Das ist zumindest kein Friedrich-Angriff direkt davor. Ich meine, es sind wieder Bogenschützen, die ja ein paar Baumeister getötet haben, aber... Mittlerweile sind ja auch so wenig Nahkämpfer drauf. Diesmal sollte es funktionieren. Da muss Wolf sich schon echt blöd anstellen. Ich meine, ich draußen zu, aber... Die Armbrustschützen lenken ja ab. Die töten auch ein paar Bogenschützen oben wahrscheinlich. Ja. Schützt sogar die Balliste. Naja, dann. Oh Gott, die Feuerballiste könnte für den Wolf gefährlich werden. So, aber jetzt haben wir den Angriff. Sollte das eigentlich finishen. Wir haben jetzt auch kein Pech mehr. Naja, hier ist noch Pech. Aber ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist. Ich vermute nicht. Hier müsste es jetzt auch mittlerweile egal sein, wie gekleckert der Wolf reinkommt. Das sind ganz schön viele, ja. Das war's. Da lege ich mich fest.
Das sind die Richarde weg. Haben wir noch einen Friedrich. Wobei das Friedrich, ne, der stirbt zumindest nicht so schnell bei dem echt guten Burggraben. Eine Nachricht vom Wolf. Der Meister hat den Wunsch, die Herrschaft über eure Länder zu übernehmen. Macht euch bereit. Blick an. Hat der überhaupt noch Ritter? Ich habe jetzt ewig keine Ritter mehr gesehen. Ich meine, Ställe, ne? Sind nicht alle Pferde frei. Hier stehen noch welche rum, aber irgendwie. Scheinbar benutzt er die nur, wenn überhaupt irgendwas angreifbar ist. Nur für Mauern schickt er die nicht raus. Okay. Aber wie viele Schwertkämpfer das sind. Also das, sobald der drin ist, ist das echt eine böse, gemeine Armee. Wo ist jetzt die Wolfsarmee? Ist die jetzt gut gelaufen? Gar nicht gesehen. Das ist schon auch fast so ein Player-Move, hier noch Schützen hinzustellen. Ich denke mal, wir gucken uns noch einen Angriff vom Wolf auf den Friedrich an. Wenn das jetzt absehbar ist, dass hier die, ich weiß nicht, 8 Pikniere so dir zum Aufbuddeln nimmt, dass das nix wird, dann würde ich sagen, wir kürzen das dann an der Stelle ab. Ja, sind wieder Großteil der Baumeister an irgendwelchen Bogenschützen hops gegangen. Ärgerlich. Warum gehen die hier hin? Nein, nicht drüber nachdenken. Es sind alle Baumeister totgegangen. Ich sehe kein einzelnes Zelt. Ich meine, das ist immer eine Burg, die nicht so einen dicken Burggraben hat. Hier. Hier kann man schon angreifen. Hier auch. Vielleicht geht das schneller als gedacht. Und sofort kommen auch Nahkämpfer dahin. Also ist es nicht so, dass es hier dann nicht gleich gemacht wird, sondern wird auf jeden Fall aufgemacht. Die Frage ist halt, wie verteilt die Leute dann sind, aber ja, hier ist sogar offen. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Das ist natürlich ein echt fieser Richard Knubbel. Richard Friedrich Knubbel. Aber es ist echt schnell auf gewesen. Okay, dann gucken wir es vielleicht doch noch an. Bald bei 500.000 ist, ey. Es ist so krank. Ja, wirtschaftlich ist jetzt zumindest, glaube ich, kein Schaden entstanden. Aber so viel zu Utwin und Burggräben sind so schlimm. Kommt man nie durch. Ich habe mir auch das Utwin-Video angesehen. Wir können aber kurz darüber reden. Mit den KI-Kämpfen ist das zweite. Das, ich glaube, eine Folge kam, als ich das hier aufnehme. Natürlich schade, dass er meinen alten Marschall genommen hat, nicht den hübschen neuen. Aber von der Effektivität müsste das nicht viel Unterschied machen. Das sieht einfach nur nicht so schön aus. Schade, dass er meinen Isar nicht genommen hat. Aber hat ja irgendwie scheinbar echt Angst vor Burggräben und Zugbrücken. Wenn er sagt zwar, kaputt war, dass die Zugbrücke kaputt gegangen ist und dann keiner mehr raus kann, sagt dann aber gleichzeitig, dass er Angst hat vor irgendwie meinen 12 Zugbrücken. Ich meine, das ist ja sogar besser, wenn das dann mehr sind, denn dann passiert ja eben dieser Bug nicht. Wie der Turm einfach instant kaputt geht. 6 Tribocken, ey. Ich habe nochmal mit ihm gesprochen und er will jetzt auf einen Patch warten, bei dem das Zuschütten besser geht. Da bin ich aber skeptisch. Ich muss mal wieder einen KI-Kampf machen, wo ihr seht, dass der Nisa durchaus knackbar ist. Auch wenn er einen Burggraben hat. Da sind echt viele Schwertkämpfer. Wenn die hier reinkommen würden, wäre das vielleicht sogar echt eine Gefahr. Mein menschlicher Spieler würde hier vielleicht noch ein paar Feuerwerfer auf die Türme setzen, dann wäre es noch schlimmer. Da kommt wieder Stör. Berittene Bogenschützen raus. So, Angriff abgewehrt. Jetzt mal hoffen, dass der Wolf entweder noch länger wartet, dass der zweite Angriff noch durchgeht oder eben jetzt gleich angreift, dass es nicht ganz so viel Truppen beim Friedrich werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er Probleme hat. Er kriegt zwar den Burggraben auf und auch die Mauer kaputt, aber dann sind die Truppen überall verteilt. Und er hat ja auch viele Pikniere überall. Pikniere verlieren ja den 1-1 gegen den Schwertkämpfer. Und der Friedrich hat ja nur
Nur Schwertkämpfer, die ja deutlich besser, wenn die knubbeln, dann muss nicht auf Pikeniere warten. Die Pikeniere brauchen ja noch Schwertkämpfer-Support. Also das heißt, er muss Glück haben, der Wolf, dass er aufmacht und dann gleichzeitig noch relativ viele Schwertkämpfer und Pikeniere da sind, dass die einen Knubbel bilden können und nicht sofort von einem Gegenknubbel kaputt gehen. Das stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Jetzt hat er immerhin einen. Nein. Die Tribocken haben die ganzen Belagerungsgeräte kaputt geschossen. Das ist witzig irgendwie. Die Baumeister sagen, naja, nö, nö, dann habe ich halt keinen Bock mehr. So, wir gucken mal wieder. Warum ist die Auswahl weg, wenn ich. Ich das so mache und Z drücke? Dann geht's. Okay. Es lag am Rechtsklick. Also, wir haben wieder Stellen gefunden, wo man angreifen kann. Gucken, wird irgendwo die Mauer schon angegriffen? Hier. Aber die sind halt wieder überall verteilt, ne? Na klar, jetzt geht die Außenproduktion kaputt. Jetzt ist sie wieder offen. Aber die ist einfach. Weil sind auch ein paar Schwertkämpfer. Immerhin sind mal ein paar Schwertkämpfer da. Unten noch ein zweiter Knubbel. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht für den Wolf ist. Das sind einfach zu viele Schwertkämpfer. Na, einen Angriff gucken wir noch. Einen dritten gebe ich ihm noch und dann. Wenn es bis da nichts wird. Aber falls nochmal irgendjemand dran gezweifelt hat, dass Tribocke irgendwie sinnvoll in der Verteidigung sind, da schießt er einfach die Zelte kaputt. Das ist ja mal mega. So. Geldtechnisch. Friedrich, was hat er hier an Außenproduktion verloren? Er hat hier hinten die Hopfenfarm verloren, die er eigentlich braucht. Er greift jetzt auch an. Die Getreidefarm sind noch da, die er nicht braucht. Ja, die Farm braucht er auf jeden Fall. Ah, hier, das baut er auch neu. Er baut es wahrscheinlich bloß nicht in der richtigen Jahreszeit. Oder passt das? Weiß ich nicht, vielleicht ja doch. Oh, jetzt sind es aus irgendeinem Grund nur ein Tribock. Nicht sechs. Eigentlich sollten ja keine Sturmtruppen von Wolf draußen gewesen sein. Keine Ahnung. Wie sie sich auch alle an den Mörderlöchern immer verrecken, ey. So böse. Gerade gegen Schwertkämpfe. Würde mich echt mal interessieren, wie viele Schwertkämpfer da gleich vorher sterben. Man sind dann bestimmt 50 Mörderlöcher. Erstmal 25 Schwertkämpfer nur durch Holz gestohlen. Jeden Angriff. Sieht ja auch nicht so aus, als hätte der Wolf irgendwie viel. Aber wenn ich jetzt hier hingucke, sind es wahrscheinlich wieder knapp 600 Truppen. So, berittene Bogenschützen, macht mal irgendwie was Lustiges. Nicht bloß hier hin und her reiten. Macht was Lustiges. Die ganzen Schlangen an Windmühlenmitarbeitern. Ganz viele Kinder in den Häusern. So, Wolfi macht einen Ausfall. Bei 700 irgendwas, während Richard auch schon wieder 500 irgendwas hat. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wieder die Zelte an Tribocken kaputt gehen. Ist jetzt vermutlich der letzte Angriff im Spiel. Danach würde ich aufhören. Ja, kein funktionierendes Belagerungsgerät wieder. Nö, nö. Belagerungsgerät brauchen wir nicht. Nö, 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 nö. So, dann mach hier mal los mit deinem Dritten. Brittene Bogenschützen kommen diesmal mit vor. Yay. Zeigen es diesen Bock. Also, zumindest war der Versuch gemacht. Also, wir sind wieder relativ schnell unkompliziert an dem Punkt, wo die Mauer erreicht werden kann. Wieder die Frage, wo ist es zuerst passiert? Irgendwie wollen sie die Mauer hier nicht angreifen so richtig. Ich greife immer die Mauer an. Wobei hier unten hatten sie ja gerade das letzte Mal eine zweite Front. Das ist wieder hier offen.
sind auch diesmal nicht viele Schwertkämpfer. Hier sind ein paar Schwertkämpfer, hier sind ein paar, aber nee. Du kannst mit nur Pikinieren diesen Schwertkämpfer-Knubbel einfach nicht killen. Und dadurch knubbelt sich der Wolf nie. Und ist auch wie so ein Mixer. Da kannst du reinkommen mit was du willst. Du könntest wahrscheinlich doppelt so viele Truppen haben, es ist einfach egal. Knubbeln alles weg. Einfach weil der Wolf seine Schwertkämpfer, der hat wahrscheinlich in Kombination, wenn alle Pikiniere vorne sind und alle Schwertkämpfer drin, würde der wahrscheinlich sogar locker gewinnen. Aber eben nicht, wenn alles verteilt ist. Gut, ich habe gesagt, hören jetzt hier auf. Hier sind wieder ein paar Außenproduktionen kaputt gegangen. Auf Dauer, gucken wir uns das mal an. Ja, das Gold vom Friedrich geht runter. Auf Dauer wird er wahrscheinlich irgendwann ausgehungert werden, aber das will ich jetzt nicht angucken. Was ich nochmal gucken möchte, was ich probieren möchte, na, die ist Hosen voll? Gegen ein paar Rush-KIs. Und da auch nicht mehr mit so viel Gesang, haben wir nur 10.000. Ich weiß gar nicht, wie gut er mit 10.000 klarkommt. Schauen uns das einfach mal an. Schafft es der Wolf mit 10.000 Gold gegen 3 Schlangen? Jeder weiß, wo er steht. Würde mich mal interessieren. So, die Schlangen müssten ja für ihre Verhältnisse abartig gute Wirtschaft haben. Mal gucken, dass wir sie überhaupt genug Bevölkerung für die ganze Außenproduktion haben. Weil die Mauer eben relativ schnell da ist. Das muss man dem Wolf lassen. Das funktioniert. Ja, hier ist halt das Problem. Die Truppenanzahl bei irgendeiner Schlange hoch. Doch, doch, rekrutiert, okay. Das ist doch kein Problem. Von der Häuseranzahl hätte ich mir jetzt ein bisschen Sorgen gemacht. Wobei, vielleicht doch. Wobei, sind auch immer wieder... Doch, hier sind Dudes. Es wird rekrutiert, gefühlt. Auch nicht so richtig. Ja, vielleicht ist die Schlange keine gute Wasch-KI. Was haben wir denn noch? Ihr möchtet an Optionen außer der Schlange. Oh, ich hab schon Wolf rausgenommen. Upsi. Was viel Besseres fällt mir jetzt gar nicht ein. Ich kann auch einfach mal das mit Sheriffs probieren. Geben wir mal, keine Ahnung, 20.000. Aber ich glaube, die Sheriffs ruinieren sich hier, ja, ihre gute Wirtschaft. Ja, komplette Eisenwirtschaft ruiniert, komplette Steinwirtschaft ruiniert. Ich meine, immerhin haben sie noch ein paar von den guten Obstgärten, aber... Ist halt nicht so geil. Weiß ich auch, das ist ja nicht. Es ist eben doch nicht eingeplant. Sonst wird. Nee, ist Quatsch, kann ja gar nicht eingeplant sein für alle KIs. Das heißt, es ist halt platziert auf der Map vorher. Ist noch blöd, dass ich das vor uns so gesagt habe. Aber, und guck mal, wie schnell die hier drin sind. Streitkolbenkämpfer sind eben echt eine böse Einheit. Er hat halt auch die Geschwindigkeit, um schnell mal irgendwas kaputt zu machen, wenn man mal drin ist. Und die haben halt auch Sklaven, das müsste ja sehr unfeuerballisten. Also, beim Sheriffs könnte ich mir vorstellen, ist halt das Problem, dass sie diese geniale Wirtschaft nicht ausnutzen. Aber hier oben könnten ja Feuerballisten mal langlaufen. Machen sie aber gerade nicht. Na gut. Ich will es jetzt ja nicht mit jeder KI durchtesten. Ihr habt es mal gesehen. Die Wolfsbogen und die Map vom Rasko. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wenn ihr es ein bisschen ausgehalten habt, was ihr davon haltet. Eben von diesem Twilight-Bogen. Von dieser Burg im Allgemeinen. Und ja. Ich habe bestimmt noch ein paar andere Fragen gestellt, an die ich mich gerade nicht erinnere. Schreibt es rein, ich freue mich, das von euch zu sehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.